Herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Batman Arkham Knight. So, in der letzten Folge hatten wir das Vergnügen mit Enigma, auch besser bekannt als The Riddler. Er sagte uns oder sagte, wir sollen da hinkommen, um sein Big Brain zu prüfen und er ist ja wohl der Schlauste und der Stärkste oder weiß ich, was er da beweisen will. Aus. Gemeinsam werden wir sie befreien. Selina ist immer noch im Waisenhaus. Gemeinsam werden wir sie befreien. Ja, und auf alle Fälle fordert er uns heraus. Wusste. Hab ich mich unterschreckt oder was? Alter Fuck. Was ist denn da los? Was ist denn für eine dreckige Fledermaus? Alter. Die Fledermaus-Kreatur befindet sind die bescheuert oder was? Island. Ich muss sie finden. Mit einer Blutprobe erfahre ich, wer oder was sie ist. Alter. Ach, da hinten fliegt das Vieh. Na komm ran hier, ey. Ey, da hab ich mich aber eben richtig erschreckt. Wie lange willst du noch kämpfen, Ben? Wie lange willst du die Ordnung? Komm doch mal her, ja. Deren natürlicher Zustand Chaos und Verzweiflung ist aufrechterhalten. So. Eine Fledermaus, eine riesen Fledermaus. Das ist wirklich eine Fledermaus. Wir sind ja kein richtiger Fledermaus, sind ja bloß ein Mensch. Aber dieses Vieh ist wirklich eine Fledermaus. Alfred, analysiere die Blutprobe, die ich gerade hochgeladen habe. Wie Sie wünschen, Master Bruce. Ich suche jetzt nach Übereinstimmungen. Ich will gar nicht wissen, wie Sie daran gelangt sind, Sir. Ah, da wären wir. Das Blut ist stark mutiert, es gibt aber eine Teilübereinstimmung. Ein Dr. Kirk Langstrom. Dr. Kirk Langstrom. Das Dr. Langstrom gekauft. Ihr hört den Typen. Sicher, einen Moment. Ja, er und seine Frau haben ein Kellerlabor in Chinatown. Ich schicke Ihnen die Adresse. Sobald Alfred das ist. Also sind wir jetzt auf der Suche nach einer riesen Fledermaus. Nach Miyagani Island. Denn hier? Oh nee, Panzer und tot. Ah. Der erste Mal gestorben mit Batman. Alles auf Schwarz gesetzt und doch verloren. Also die Fledermaus war schon heftig, hat mich richtig erschreckt, als ich mich da hochhangeln wollte und hat eben schon kurz gezuckt. Neue Stufen. Naja, Waffen, nehmen wir einfach mal Waffen nach, Ladezeit verringern. Hä, wo will er denn jetzt hin? Oh, Junge. Wir sind jetzt zum Waisenhaus. Da, wo Catwoman ist. Hinten. Dann müssen wir erstmal Catwoman retten und erstmal ein bisschen für Riddler seine Ablenkung sorgen. Oder, was heißt Ablenkung, aber er will sie ja mit uns duellieren mit seinem Big Brain. Jetzt hat er eigentlich immer verloren. Immer. Weil er eigentlich nicht kann, der Typ. Mal gucken, was hier los ist.
Schlüssel mit. Wie nennt man den Typen, der die Fledermaus fertig macht? Schalten wir dich erstmal aus, mein Freund. Ja, den Knüppel. Kannst du eh nicht mit umgehen. So, jetzt verhören den Typen. Der Riddler hat Catwoman. Sag mir, wieso. Ich schwöre, ich weiß es nicht. Ich habe sie nur gefesselt und ihr drin zurückgelassen. Wieso? Was hat Nigma vor? Keine Ahnung. Ich habe sie nur hergebracht und ein paar von diesen Trophäen platziert. Das war's. Du musst mir glauben. Das tue ich. Ja, ein paar Trophäen. Also die Trophäen sind ja in jedem Spiel gewesen, die von Riddler zusammen sind. Hier ist ja auch wieder einer, aber da brauchen wir irgendwie Strom. Ich denke mal, eine Batmobil brauchen wir. Wir gehen jetzt erstmal rein in das Waisenhaus, wo er uns hinbestellt hat. So, erstmal gucken, was hier los ist, Junge. Der von uns will. Da ist zum Beispiel Catwoman, die können wir sehen. Auf alle Fälle riecht es in einer Falle. Also ein bisschen abscannen, die Sache hier. Batman? So. Das bist besser du und ja, du klar. Bist dich besser. Halt still. Bist du okay? Machst du denn überhaupt hier? Ja, der Ausschnitt ist ja der Hammer schon wieder von Catwoman. Nicht davon, der Köder für ihren dunklen Ritter zu sein. Wir verschwinden. Du vielleicht, ich aber nicht. Ah, beide Kandidaten sind endlich hier. Heute Nacht, Leute, haben wir Rätsel in Fülle. Aber zuerst will ich meine schönen Assistentinnen vorstellen. Ich hatte es satt vom nutzlosen Abschaum in Gothams schäbiger und uninspirierter Unterwelt abhängig zu sein. Warum sich auf die Hilfe anderer verlassen, wenn man sie selbst designen, programmieren, entwickeln und dann herstellen kann? Oh, jetzt können wir auch Catwoman wieder spielen. Die haut ja natürlich ordentlich rein. Das Kampfsystem ist das gleiche. Nur zu. Jetzt können wir uns ja eine Doppelattacke machen. So cool. Das ist natürlich genial. Den hätten wir jetzt. Gut, jetzt hätten wir nochmal Doppelteam machen, aber für ihn. Ich glaube, das macht keinen Sinn für ihn, so ein Doppelteam auszuknallen. Und das war jetzt, oder was? Sigma. Mit zwei Türen. Ein neues Halsband bekommen. Mit jeder abgeschlossenen Aufgabe gibt es einen kleinen Schlüssel. Erhalte alle Schlüssel und das Kätzchen ist frei. Entfernst du es zu früh, mach das Kätzchen um. Nun steh nicht einfach rum, dunkler Ritter. Setz dich in deinen aufgemotzten Raketenschlüssel und komm zum Zugdepot im Cauldron. Mein erster Test erwartet dich. Ich bin bald zurück. Und zwar so bald wie möglich. Typen wie Eddie ließen mich in Ruhe, ja, bevor ich mich mit dir vertragen habe. Also wir müssen Schlüssel finden, um... Löse mal dies. Eine Tür nach nirgendwo. Wenn du versuchst, sie zu früh zu öffnen. Worauf wartest du? Muss ich erst meine Klauen ausfahren? Jetzt sind ja alle Türen zu, was soll ich machen? Löse mal dies. Wann führt eine Tür nach nirgendwo? Wenn du versuchst, sie zu früh zu öffnen. Ach, da oben, okay. Ja, nicht gesehen, ey. Von oben sind wir gekommen. Lass mich nicht warten. Also wir brauchen erstmal ein paar Schlüsse, um Catwoman zu retten. Gute Arbeit. Ich melde mich, wenn ich an der Mercy Bridge bin. So, die Brücke hat er runtergelassen, Alfred. Batman, mein Guter, das ist ja auch ein Joker. Oder rettest du die unfähige Freundin, die sich ja... Ich muss zurück zur Brücke, um das Batmobil nach Miyagani einzusetzen. Ja, wie sieht doch. Ich persönlich würde mir ein neues Todeslabyrinth ansehen. Ich bin sicher, er hat sich richtig Mühe gegeben. Außerdem kannst du Barbara eh nicht ganz retten. Eine Hälfte habe ich ja schon umgebracht. Klar muss ich Barbara retten. Ziel. Ich gehe zurück zur Mercy Bridge, um die Brücke zurück. Das wollen wir jetzt machen.
Miss Gordons Wohlergehen ist uns allen sehr wichtig. Viel Glück. Mensch, ey. Manchmal. Hinflattern da. Dann denke ich mal, dass die Brücke von Alfred runtergelassen wird, dass wir unser Batmobil holen können. Denn sieht die Sache nämlich schon ganz anders aus. Können wir nämlich die Panzer alle kalt machen hier. Das ist schon wichtig. Gleich da. Hier ist auch der Polizeigebäude. Auch nicht schlecht. So. Batmobil rufen. Alfred, ich bin an der Brücke. Einen Moment, Sir. Na, mal auf jetzt. Sollte Sie wohl warnen, es erwartet Sie erhebliche Milizpräsenz. Ist notiert. Ich habe Zugriff auf die Dateien, an denen Miss Gordon vor ihrer Entführung gearbeitet hat. Sie hat wohl eine Schwachstelle der Drohnen entdeckt. Ein direkter Treffer mit der Wolkenkanone auf die Sensoren sollte sie mit einem Schuss zerstören. Sergeant, die Gasimode wurde runtergelassen. Er kommt. Mamba Gordon aktiv und gefechtsbereit. Ich flankiere ihn. Ein Doppelgefechtskopf. Der durchdringt auch die dickste Panzerung. Na, jetzt haben sie neue Panzer. Mit Raketen. Abschießen. So. Ja. Mann. Wischt, ey. Bleib stehen jetzt. So. Oh, der lebt ja immer noch. Gibt's doch ja nicht. So, jetzt haben wir so ausgeschaltet. Also hinwärts haben wir jetzt neue Panzer in petto, die Raketen schießen können. Hier ist ja alles voll. Hier ist ja alles voll. Hier ist ja alles voll mit Panzern. Aber das hat der Alfred gesagt, der hat ja gesagt, Miliz Panzer sind sehr oft sehr stark zu sehr stark vertreten. Kommt schon unter Quatschenfluss hier auseinander. So, zack. Oh, oh. Oh. Den hätten wir auch. Da hinten ist noch einer. So, den hätten wir auch. Wo ist der andere? Hinter uns, hinter. Das Weg können wir noch machen. Bam, bam. So, wo ist der andere? Also, da oben ist noch jemand. Wo ist noch jemand? Oh, da sind ja noch mehrere. Ey, wie gesagt, hier ist alles voll. Greifen mit mehreren Einheiten an. Ihr entkommt uns nicht. Na, schieß ab. Hier ist alles voll. Mamba getroffen. Panzer. Hab ne Drohne verloren. So. Ah, wie ist denn die schon nach ihren Schuss tot? Das ist schon ganz gut. Oh, der hat den Weg gestellt, dann hat er Pech gehabt. Oh. So, eine Vierer-Raketen-Kombo nochmal starten. Mehrere Einheiten offline! Da hinten ist noch einer. Ah, nicht erwischt. Na! So, den hätten wir auch ausgeschalten. Den auch. Nein! Fuck. So. Haben wir endlich alle ausgeschaltet. So, wo müssen wir jetzt hin eigentlich? Ah, da. Einfach mal langfahren. Schon richtig sein. Brenner aktivieren. Boah, nochmal Raketen. Nein!
Nein! Boah, zweimal daneben. Dreimal daneben. Fuck. So, hinter uns einer? Nee, da kommt jemand. Mann, die gibt's doch gar nicht, ey. Wieder erwischt. Ja, hast du mir erwischt. Schön für dich. Junge. Doch, dich aber. Ach Mann, siehst du? Doch, doch. Ich muss doch die Reifen verfolgen. Ja, ja. Sind da immer noch auf der Suche nach dem Ark Knight, der Barbara entführt hat? Ja. Ist hier verloren. Alter. Was ist denn mit dir los da, Junge? Alle Drohnen offline! So. Nochmal. Oh, der fährt ganz schön Schlangenlinien. Scheint, ist er hier irgendwo abgekommen. Hier ist er jetzt drin. Da sind ein Panzer. Oh, so ein Visier. Drohne getroffen. Ja. So, so jetzt lang. So runter. Zentrale, bitte kommen. Hier befindet sich eine Leiche. Rattler getroffen. Über Panzer. Und hier ist irgendwas. Ach, hier ist eine Mine. Okay, die machen wir jetzt später. Und jetzt erstmal den Arkham Knight hinterher. So. Durch die Gasse sei gebrettert. So, wo ist er jetzt hin? Okay, da dann. Er fährt die ganze Zeit Schlangenlinien. Also irgendwas muss, das Auto des muss passiert sein. Ausgewichen und da reingekracht. Hier ist er rein geballert. Dann müssen wir mal gucken, was hier passiert ist. Auf alle Fälle ist... Oh, hier ist das Auto. Das Auto ist leer. Der Arkham Knight fetter Unfall. Muss mit Oracle abgehauen sein. Irgendwas muss passiert sein, damit sie hier einen Unfall gebaut haben. Aber ist keiner drinne. Also, kein Typ mehr drinne. Beweise scannen. So müssen wir erstmal scannen. Ah, okay. So wie in den E-Teil, wo er alles zurückverfolgen kann. Wo er die Mordfälle untersucht hat, kann man hier wieder oben machen in dem Teil. Das ist natürlich cool gemacht. Ich sollte die Leiche suchen. Also Ena ist rausgeflogen. Ena ist rausgeflogen. Der müsste ja denn. Wo ist er denn? Müsste ja hier hinten irgendwo liegen. Da liegt er. Oder? Nee. Doch, hier ist er. Genau, hier liegt er. Hier liegt der Typ. Spuren von Pfefferspray auf der rechten Gesichtshälfte des Fahrers. Oracle saß auf dem Beifahrersitz und führte den Unfall bewusst herbei. Clever. Ich sollte den Bereich prüfen, wo sie gesessen hat. Ah, okay. Barbara hat Pfefferspray benutzt, um den Fahrer zu abzulenken oder anzugreifen, damit sie einen Unfall bauen. Aber warum? Erstmal hier ein bisschen scannen, gucken, was passiert ist. Hier habe ich doch reingehalten. Oh, jetzt macht das. Die Tür, ist abgeflogen. Abgerissen. Wenn ich die Stelle finde, an der sie gelandet ist, kann ich rausfinden, was passiert ist. Ja, wo ist die Tür hin, die flogen? Erstmal gucken. Die ist hier so warm. Der ist da lang. Lang geflogen. Irgendwo da hinten ist er. Hier. Ist er nicht geflogen? Da ist er. Sauber vom Wagen gerissen.
Die Tür muss vor dem Unfall geöffnet worden sein. Oracle ist rausgekommen. Ich muss mir die Rekonstruktion ansehen und rausfinden, wo sie gelandet ist. So, hier machen wir einen kleinen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Batman Arkham Knight. Ich bin raus und ciao.